Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Time Apart. Ja, wir sind hier auf fetter Fehlersuche. Oh Gott, das ist schon wieder so eine Scheiße, wo man nichts findet. Oh, hier ist etwas. Und hier die Beule gehört nicht hin. Perfekt. Okay, es hängen noch keine Aufträge aus, weil Albert hatte ja gemeint, so, boah, er hängt in der Handelsgilde ein paar Aufträge für uns aus. Aber das scheint noch nicht der Fall zu sein. Okay. Ja, cool. Kann ich gehen? Danke. Hallo, Presley. Ja, cool. Schauen wir mal auf unsere Workshop-Rang. Okay, wir holen ihn ein, Leute. Wir holen ihn ein. Langsam, aber sicher, wir werden ihn einholen. Ja, wir haben jetzt gleich unser Date mit Emily. und ja. Das kann ein bisschen kompliziert werden. Mit Albert haben wir uns gerade ein bisschen versaut, aber ich denke, wir kriegen das hin. Wir haben ihm ja scharfe Fischsuppe geschenkt. Das sollte das Ganze wieder ausgeglichen haben. Und ja, heute hat Phyllis Geburtstag und das sollten wir vielleicht nicht unbedingt vergessen. Das wäre vielleicht eine dumme Idee. Okay, dann schauen wir einmal nach da unten. Aki hat was für uns eingesammelt. Was ist es? Dreck? Nein, eine Marmorrede. Wie toll. Ja, hier warten wir auf wunderschöne Stahlplatten von dieser wunderschönen Maschine hier. Wir wollten eine wunderschöne Kette für die andere fertigen und mal schauen, was wir für die anderen Sachen brauchen. Okay, das ist kein Problem. Das können wir schon mal machen. Einen brauchen wir da, ja. Da brauchen wir 5, aber das können wir doch 1 herstellen. Und davon brauchen wir... Okay, das ist ja was anderes. Okay, und noch ein Kochset müssen wir jetzt herstellen. Und ich wollte die Kette für die andere herstellen. Mann, ich bin so vergesslich. Kein Holzkorb. Gelb-Saphir-Kette, genau. So, die kriegt die andere heute. Ich glaube, unser Bambus-Papaya ist fertig. Ernten wir den mal. Okay. Oh, wir haben gleich einen Samen gekriegt. Ich wollte jetzt extra einen Samen raussuchen, aber... Boah. Komm, den pflanzen wir doch gleich wieder an. Mein Inventar aufräumen mache ich später. So, perfekt. Viel Spaß. Oh, da müssen wir düngen. Dünger haben wir, glaube ich, auch immer dabei. 17 Stück. Perfekt. Haben wir für extra Kacke angesammelt. Nochmal. So, jetzt sollte es eine glückliche Pflanze sein. Können wir nochmal nein. Okay. Wir sind doch jetzt verabredet. Hä? Wir sind auf der Bernsteininsel verabredet und nicht bei uns zu Hause. Scheiße. Ich dachte, wir sind bei unserer Werkstatt verabredet. Die wird uns ankacken, weil wir zu spät kommen. Scheiße. Kannst du dich bitte ein bisschen beeilen? Emily ist bestimmt ein bisschen angepisst. Wenn sie überhaupt noch da ist. Ey, der grüne Buwa. Ja, Emily steht da. So, ja, hallo. Hallo. You know, ja, schön, dann kennen wir dich jetzt auch. Dann kennen wir jetzt alle Buwa-Prüfer. Brüder, da wartet die Emily auf uns. Wir kommen, die kackt uns jetzt an, weil wir zu spät sind. Das weiß ich jetzt schon. Hallo, können wir mit dir reden? Hey, Spielen beginnt. Gibt es... wir waren noch nie auf dieser Insel hier. Also ich möchte jetzt nicht Geister jagen. Okay, sie ist nicht angepisst, zum Glück. Man kann doch hier malen. Irgendwo. Also Feuerwerk nicht, aber man kann doch hier malen, oder? War das hier? Ja, hier vorne kann man malen. So, Feuerwerk will ich nicht. Ich habe keine extra Feuerwerkskörper dabei. Ich habe zwar Schießpulver dabei. Da keine extra Feuerwerkskörper. Hier. Wo bleibt sie? Es ist, sie rennt schneller als die andere, aber das ist halt auch so nicht schnell. Komm, wir malen in den Sand. Einen Schirm. Okay, Counter. Und das
ist bereits in Safari die Umrisse nach, um es zu malen. Wenn das gedachte Bild nachzeichnet, erscheint eine Linie im Sand. Okay. Okay, also ich muss ihn abbrennen in ein paar Sekunden. Aber wer denkt sich auch so, boah, geilen Schirm möchte ich in den Sand malen. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Ah. Das war vielleicht ein bisschen zu schwer für dich. Minus 3, scheiße. Komm, wir machen was Besseres. Wir gehen essen oder reden. Okay, ich hätte da rennen müssen. Ich dachte mir, ich mach's lieber ordentlich, aber nein. Was für ein beschissenes Date. Erst komme ich zu spät und dann sowas. Ja, cool, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir an diesen wunderschönen Baum und gehen wir was essen. Ja, komm, gehen wir zu Fuß. Du spawnst schon daher. Bist du hier nicht die Ginger? Auf. Ja, und das mit dem Kochset machen wir dann, wenn wir praktisch unseren Alles-Schleifer haben. Dann machen wir das Kochset und das wird geil. Okay. Ja, scheinbar kann man bei Regen nicht wippen. So, komm her. Wir müssen ein bisschen Freundschaft aufholen. Ich bin etwas müde. Können wir uns einen Moment hinsetzen? Sicher. Einfach mal reden. Hey, cool. Der hat sich was angeschaut, hat Freundschaft bekommen. Kompliment machen. Nochmal ein Kompliment. Danke, glaube ich. Okay, das ist ein beschissenes Date. Okay, jetzt gehen wir essen und hoffen, dass wir es da nicht verkacken. Im Moment bekommt die halt nicht mal 10 Punkte. Ich mache im Moment 4 Punkte und 4 Punkte ist halt echt nichts Geiles. Aber ich bin jetzt voll überzeugt davon, dass wir die ganzen Reliktien brauchen. Einfach, dass wir weiterhin Freundschaft kriegen, wie jetzt mit McDonald oder letztes Mal mit Lee. Das sind Albert und Gus, die sehen mich jetzt hier beim Date mit Emily. Die irgendwie verschwunden ist, die es nicht schafft, über die Tür zu gehen. Okay. Von dem Duft hier drin läuft mir das Wasser im Mund zusammen, sollen wir es bestellen, sicher. Erst ein bisschen über Lieblingsessen reden. Gedämpften Kürbisreis mag sie, okay. Ich habe noch nie Fisch gegessen, egal welchen. Ich habe als Kind tatsächlich mal Fischstäbchen gegessen, aber das war es halt auch. Okay, das muss nämlich genau aufgehen. Ich kann dir helfen. Okay, dann bestellen wir jetzt was, komm. Ich hätte gerne Gemüse. Danke. Oh Gott, dann vielleicht ein Gemüsesalat. Von jedem immer eins oder so ist es ungefähr immer. Gedämpfter Kürbisreis, sie steht ja auf Kürbisreis, hat sie ja gerade gesagt. Vielleicht irgendwie Fleisch? Nee, Fleisch will sie ja nicht. Die Kürbistorte, weil sie die voll gern mag. Ich habe halt Angst, dass sie sagt, das ist viel zu wenig. Die Schwarzwälder Kirschtorte ist auch irgendwie. Boah, ich verkacke das doch jetzt schon wieder voll. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Komm, dann kriegst du einen Vanillepudding noch dazu. Und dann bekommst du... Oh, was gibt's denn hier? Was ist denn ein Gemüse? Bitte Melonensaft, komm, du hast uns jetzt eh. Das ist eine, die ich nicht mag. Du kriegst das nächste Mal hoffentlich besser hin. Alter. Alter! Aber mal so minus 20 Punkte. Essen gehe ich mit dir nicht mehr. Tschüss. Okay, ja. Super gelaufen ist das jetzt. Super gelaufen. Sieht man ja. Scheiß Tusse.
Okay, ja, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich mal an dieser Stelle. Wir vergessen das schlechteste Date, was es jemals gab. Und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei My Time Report, ja, wenn wir die Reise antreten in die Wüste und uns da mal ein bisschen genauer umschauen, würde ich mal so behaupten. Bis dahin, tschüss.